Was haben Sie denn für einen Eindruck, was für eine Fortbildungskultur in den Schulen, in denen die befragten Personen arbeiten, denn vorhanden ist? Also Fortbildungskultur im Sinne von, dass es was Selbstverständliches ist, dass Sie sagten ja gerade, wenn mache ich Fortbildung, wo ich, dann fällt Unterricht aus oder ich kann nicht unterrichten sozusagen. Und das ist ja eine Frage, wie geht man damit um? Ist das dann der böse Kollege, der sich jetzt einen netten Tag macht oder sowas? Oder ich überspitze jetzt mal drastisch. Oder ist das etwas, was gut geplant wird, wo die Schulleitung auch sozusagen alle animiert, ihre Fortbildungen zu benennen? Sie sagen, Sie überspitzen das jetzt, aber solche Kommentare haben wir tatsächlich gehört. Und zwar war das auch im Rahmen eines Gesprächs dann, wo man gesagt hat, na ja, wenn man merkt, dass vereinzelte Kollegen immer wieder zu Fortbildungen gehen, könnte man da ja auch andere Absichten hintersehen, wobei das nachher auch wieder dann ein bisschen relativiert wurde. Aber da hat man schon so ein bisschen zwischen den Zeilen, Das lesen können, ne? ja, genau, ja. Ich fand es auch relativ unterschiedlich. Also es kommt, fand ich, teilweise auf die Fortbildung an. Wenn das eine Fortbildung ist, die nach der regulären Arbeitszeit gemacht werden kann, dann ist das super und kein Problem. Wenn das aber eine Fortbildung ist, die während der Arbeitszeit läuft, dann ist es schon ein bisschen schwieriger und wird nicht mehr unbedingt so unterstützt.